was geht ab? Das war sehr euphorisch. Hi. An diesem Freitag widmen wir uns einer Creepypasta, und zwar dem Slenderman. Und zu einem Vorfall, der mit dem Slenderman zu tun hat. Bin mir sicher, ihr habt vom Slenderman gehört. Das ist eine Urban Legend aus dem Schwarzwald. Der Slenderman ist eine große, hagere Figur ohne Gesichtszüge. Er läuft im Anzug rum. Er ist blass und im Laufe der Zeit hat er zu seinen Armen noch Tentakeln bekommen, die ihm aus dem Rücken wachsen. Und er entführt kleine Kinder. Der Slenderman ist dafür bekannt, dass er Kinder manipulieren kann, dass er in ihre Köpfe eindringen kann und sie so dazu bringt, für ihn dunkle Tätigkeiten auszuüben. Die Kinder, die er entführt, träumen dann auch Tage vorher von ihm und zeichnen ihn auch. Was ziemlich gruselig ist, stellt euch mal vor, eure, weiß nicht, 6 Jahre alte Tochter kommt mit so einem Bild so, Mami, ich hab dir was gemalt, und dann ist es einfach der Slenderman. Cool, danke für gar nichts. So, diese Geschichte ist schön und diese Geschichte ist schaurig. Allerdings haben wir eine Sache herausgefunden, und zwar, dass diese Legende kompletter Schwachsinn ist. Enttäuschend aber war, die Legende entstammt nicht aus Deutschland. Nein, Slenderman ist ganz einfach und schlicht 2009 in einem Photoshop-Wettbewerb entstanden. Die Aufgabe hierfür war, Fotos so zu manipulieren, dass irgendwas Paranormales darauf zu sehen sein soll und sich passend dazu eine gruselige Geschichte dahinter zu überlegen. Und so ist die Legende entstanden. 2012 kam dann auch das Spiel Slender The 8 Pages ins Internet. Es war ein kostenloses Horrorgame, was ziemlich cool war damals. Und so ging der Slenderman viral. Also wie ihr seht, die Geschichte ist komplett fake. Aber eine Geschichte, die mit dem Slenderman zusammenhängt, die erzähle ich euch jetzt. Und zwar wurde ein Mädchen mit 19 Stichen erstochen von ihren beiden besten Freundinnen, die, Achtung, jetzt kommt's, 12 Jahre alt waren. Doch was das jetzt alles mit Slenderman zu tun hat, werde ich euch nach und nach erzählen. Eine der beiden Täterinnen hat den Namen Morgan. Sie war auch schon immer ein sehr merkwürdiges Kind. Merkwürdig im Sinne von, sie besitzt keinerlei Empathie. Auch hat sie öfter davon gesprochen, dass sie Geister sehe. Ihre Eltern haben das allerdings alles abgetan als kindliche Fantasie. Und hier liegt der erste Fehler, weil Morgans Vater an Schizophrenie leidet. Also hätte man eigentlich zu dem Zeitpunkt schon mit Morgan zum Arzt müssen, um sie darauf zu untersuchen, ob sie eventuell auch eine angeborene Schizophrenie besitzt. Morgan ist ein sehr einsames Kind, sie wird ausgegrenzt in der Schule und lebt so ein bisschen in ihrer eigenen Fantasiewelt. In ihrer Klasse gibt es ein Mädchen namens Peyton, die sich dann ihre annimmt aus Mitleid. Die beiden freunden sich also an, und in der 6. Klasse zieht dann die dritte Freundin im Bunde in ihre Stadt. Anissa ist ebenfalls ein sehr zurückhaltendes Kind, und auch sie hat Erfahrungen mit Mobbing und Ausgrenzung gemacht, weswegen die drei bald die besten Freunde werden. Auch Anissa lebte so in ihrer eigenen kleinen Welt und sie war sehr besessen von Creepypastas, und so kam sie zum ersten Mal mit Slenderman in Berührung. Sie wusste natürlich nicht, dass Slenderman eine komplett fiktive Figur ist, und hat sich so viel durchgelesen und angeschaut von ihm, dass sie regelrecht besessen von dieser Idee war. Sie erzählte dann ihren Freundinnen davon, Morgan war sehr davon angetan, Peyton aber glaubte nicht daran und hatte auch so ein bisschen Angst davor. Eines Tages erzählte Morgan Anissa dann, dass sie mit Slenderman in Kontakt getreten ist. Sie sollten ihm ein Opfer bringen, weil er sonst ihre beiden Familien umbringen würde. Und die beiden waren einfach völlig in ihrem Wahn, dass sie 6 Monate lang den Mord an ihrer besten Freundin Peyton planten. 6 Monate. Das war einfach ein eiskalt geplanter Mord. Darf ich euch daran erinnern, dass sie 12 Jahre alt waren? Was haben wir mit 12 gemacht? Scooby-Doos geknüpft. Zuerst war ihr Plan, dass sie im Schlaf erstechen. Es war kurz nach Morgens Geburtstag, die drei hatten einen schönen Tag, sie hatten Spaß miteinander, und abends sind sie dann noch zusammen gewesen und hatten eine Pyjama-Party. In dieser Nacht wollten sie dann auch Peyton umbringen, haben sich dann auch den Wecker gestellt auf 2 Uhr nachts, haben sich aber nicht getraut und haben dann entschieden, Peyton einen weiteren Tag zu schenken. So gruselig. So gruselig. Wählt euch eure Freunde weise aus. Inzwischen lebten sie auch diese Vorstellung komplett aus. Sie hatten dann geplant, dass sie nach dem Mord in den Wald gingen. Sie haben herausgefunden, wo Slendermans Haus ist. Und sie haben sich schon regelrecht darauf gefreut, in seine Familie aufgenommen zu werden. Am nächsten Morgen also gehen sie im Park spazieren. Und natürlich denkt sich Peyton nichts dabei. Das sind ihre beiden Freundinnen. Warum solltest du deinen Freundinnen auch nicht vertrauen?
Also sie gehen dann in den Park und spielen dort Verstecken im Wald. Morgan brachte ein 13 cm langes Küchenmesser von zu Hause mit. Morgan gab nun Anissa das Messer, damit sie den Mord ausführt, doch diese weigerte sich. Morgan sagte, okay, sie wird's tun, allerdings nur auf Anissas Kommando. Diese gibt ihr dann kurzerhand auch das Signal, woraufhin Morgan sich auf Peyton stürzt, sich auf sie setzt und 19 Mal mit dem Messer zusticht. Die Mädchen ziehen Peyton so ein bisschen weiter ins Gebüsch noch und sagen ihr, sie solle sich ruhig verhalten, damit das Blut langsam aus ihrem Körper fließt und sie Hilfe holen gehen. Natürlich haben sie keine Hilfe geholt, sie wollten ja, dass sie stirbt. Und so haben die zwei Mädchen sich auf die Suche nach Slendermans Haus gemacht. Peyton stirbt allerdings nicht an ihren Verletzungen, sie kämpft um ihr Leben, sie robbt sich den Wald entlang und wird daraufhin von einem Fahrradfahrer gefunden. Das ist auch ein richtig krasser Zufall gewesen, oder manche würden sagen, es ist Schicksal gewesen. Dieser Fahrradfahrer hatte immer eine ganz bestimmte Route. An diesem besagten Tag hat er sich aber dazu entschlossen, eine andere Route zu nehmen. Der Radfahrer hat natürlich sofort den Krankenwagen geholt und Peyton wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei findet die beiden Mädchen dann. Sie haben natürlich zuerst nicht geglaubt, dass zwei 12-jährige Mädchen zu so einer grausamen Tat imstande sein konnten. Dann verhören sie einzeln und Anissa gibt alles relativ schnell zu. Sie weint dann auch. Allerdings ist bei Morgan von Reue und Schuldgefühl keine... Wie geht der Satz zu Ende? Morgan kommt einem vor wie so ein Main-Character in so einem Horrorfilm. Sie zeigt einfach überhaupt kein Gefühl und wenn sie alleine ist, tanzt sie einfach durch den Raum. Morgan seemed like she was very calm. Very relaxed. I mean, she's at a police department and she's covered in blood. And this is like a normal day for her. Sie hat gerade versucht, ihre beste Freundin umzubringen und tanzt jetzt durch den Raum. Okay. Was ich auch ziemlich verstörend finde von diesem Interview. You can hear Morgan ask, what's happened to Peyton, using her nickname, Bella. Is she dead? I don't know. She wants to take her to the hospital. Da wird nochmal richtig klar, dass sie auf jeden Fall wollte, dass Peyton stirbt. Also als ich das angeguckt habe, ich habe Gänsehaut gekriegt. Dieser Satz, der hat mir den Rest gegeben. Also die beiden müssen sich dann natürlich einer psychologischen Untersuchung stellen. Morgan hat, wie gesagt, eine angeborene Schizophrenie. Bei meinen Recherchen haben mich die Eltern echt ein bisschen geschockt, weil sie sind mit ihr nicht zum Arzt gegangen, weil sie nicht verunsichern wollten. Wären die Eltern früher mit dem Kind zum Arzt gegangen, hätte dieser Mord vielleicht niemals stattgefunden. Natürlich kann man dafür niemandem die Schuld geben, weil niemand damit rechnen würde, dass zwei 12-jährige Mädchen so etwas tun könnten. Aber ich denke, wenn man einfach Morgan aufgeklärt hätte über diese Erkrankung, die sie hat, dass es einfach nicht so weit gekommen wäre. Und auch bei Anissa stellt man eine Persönlichkeitsstörung fest, die natürlich durch jahrelanges Ausgrenzen, Mobbing und so weiter zustande kam. Sie werden als Erwachsene verurteilt, weil der Richter sicherstellen möchte, dass keines der beiden Mädchen die Chance hat auf frühere Entlassung. Anissa hat 25 Jahre Psychiatrie bekommen und Morgan hat die Höchststrafe bekommen, und zwar 40 Jahre Psychiatrie. Das war der Fall vom Slenderman und vom Slenderman-Mord. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich lade jeden Freitag um 18 Uhr ein neues Video hoch und manchmal auch dienstags, wenn ich die Zeit und die Muße dafür habe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. It's easier to live without regrets.